Ja. Na gut. Macht ihr mal da weiter, ist okay. Ich hätte gerne jetzt Gold. Verdammt. Das dauert nicht mehr lang. Was haben wir währenddessen noch? Die Ferry-Geschichte haben wir schon. Da brauchten wir Gold. Hier kann ich meinen Sand abliefern. Sandmauern kann ich da abholen. Wir brauchen unbedingt nochmal zweite braunen Chips. Wir brauchen, was sagen wir noch so an Ressourcen? Stahl haben wir genug, Batterien haben wir genug, Plastik haben wir noch, Zäpfchen haben wir genug. Das sieht eigentlich echt gut aus von den Ressourcen her. Oh, wir brauchen nur mehr von allem, also mehr Fabriken von allem und das heißt wieder mehr Strom. Wobei ich wieder dabei wäre, dass ich jetzt versucht bin, Zeitraffer zu machen, nur um möglichst schnell die Ressourcen zu bekommen für das ganze Gedöns. Das zu automatisieren wäre noch so eine Sache. Also könnte ich zum Beispiel... Ich würde irgendwo gerne einen neuen Fabrikkomplex anfangen, der aber auf derselben... Ne? Hier wäre das dann. Ne, wäre es gar nicht. Wir müssen erstmal gucken, wo die richtige Höhe ist. Ja, okay. Plan, mittelfristiger Plan. Ich brauche ganz, ganz viel Stein. Zieh denn die Linie hier einmal durch. Mach denn hier die Mauer runter. Achso, hier das Wasser übrigens auch weg. Ich will, dass wir schöne Angriffsfläche auch von da haben. Ich will jetzt nicht hier Land gewinnen, ohne dass wir das verteidigen müssen. Also auch hier überall, ne? Land, dass sie ihn angreifen können. Dann die Mauer runter, Verteidigungstürme hin. Und dann hier in der untersten rechten Ecke würde ich ganz gerne anfangen mit einem neuen Fabrikkomplex. Und der dann mit ein bisschen anderem Muster. Sowas in der Richtung... ich passe jetzt nicht richtig zusammen. Aber sowas wie das hier. Richtig? Das heißt, du nimmst es da raus, tust es da rein. Du nimmst es da raus, tust es da rein. Und dann... Es geht nicht auf, ne? Naja doch, sie müssten sich dann Kisten teilen. Also wenn wir das so machen würden und so. So und so. Nee, es geht nicht. Doch, sie könnten es beide in dieselbe Kiste legen. Stimmt. Also die Rauslegkiste? Nee. Dann würde wieder einer mehr produzieren als der andere. Nee, das ist okay. Das heißt, das, wie wir es vorher hatten, ist eigentlich schon ganz okay. Mit den gegenüberliegenden Kisten. Ah, Gott sei Dank. Arbeit. Okay, gib mir. Schmelze. Irgendwo Schmelze. Also wir haben keine Arbeit dabei. Hab ich Arbeit im System? Ich hätte gerne. Warum sind die Erze überall verteilt? Das ist bestimmt wieder irgend so ein Modder-Problem. Dass jeder Mod seinen eigenen Tab hier hat. Aber es wäre echt schick, wenn man das sortieren könnte nach alle Erze da. Alle, keine Ahnung, alle Rohre da. Und nicht hier ein paar Rohre. Da Rohre und, ne? Sowas alles. Sehr verwirrend. Was suche ich jetzt? Ich suche meinen Ardite-Erz. Nein. Oder ist es eine andere Farbe jetzt? Bauxit, Zink, Lit, Quarz, Rubinite. Nein. Nein, ist es nicht. Da. Wow, ist da viel drin. Okay, gib mir das. Hab ich sogar. Okay. Dann Schmelzofen. Bitteschön.
So, und damit kann ich jetzt Gold abbauen und mit dem Gold kann ich den grünen Chips herstellen. Mit den grünen Chips kann ich bessere Roboter herstellen und damit kann ich dann wieder mehr Fabriken gleichzeitig laufen lassen durch die Roboter. Alter Falter. So, und jetzt gib mir bitte meine Arbeitpicke. Und jetzt meiner fünfmal so schnell, wie du es vorher konntest. Ja Gott. Das heißt, wir können jetzt hier bei den Sonderschmelzen auch Arbeit mit reinpacken. So, bitteschön. Schön, schön. Wir haben schon wieder Regen. Wir haben schon wieder Regen. Können mich doch alle machen. So, da. Bau zwei davon. Und wo war Gold? Gold war wieder irgendwo da oben. Mach mal. Speed. Speed, Speed, Speed. War dunkel und wieder hell. Gold. Gold. Zum Geier laufe ich jetzt schon wieder hin. Das ist Gold. Ja. Sehr schön. Sollte für ein paar grüne Chips reichen, ne? Die brauchen trotzdem Außenposten für Gold. So, und wo wir gerade dabei sind, hätte ich noch ganz gerne... Oh, Angriff. Hätte ich noch ganz gerne hiervon ein bisschen was. Damit wir dieses blaue Grundsatzzeug herstellen können. Und da unten links war das Gold, was ich eigentlich gesucht hatte. Warum auch immer ich es nicht gesehen hatte. Oh, okay. Angriff links, okay. Und hier nochmal. Schön. So, ihr Jungs, macht jetzt mal Gold, das ist gerade wichtiger. Da kommt Gold rein, das rein. Und das Unicorn-Gedöns kommt hier in so eine Kiste. Da. Okay. Das heißt, grüne Chips werden hergestellt. Was fehlt euch jetzt? Oh, das sind gar keine grünen Chips, das sind nur die Vordinger für die grünen Chips. Da brauche ich wieder alles mögliche andere für. Ja, okay. Okay. Ich hätte gerne. Da ein Ärmchen zwischen. Und ich hätte gerne. Dich da, dich da. So, du kriegst fast von da oben, stellst die daher und brauchst dann noch das ganze Gedöns, was die anderen auch immer alle brauchen. Das heißt, ich kopiere mir einfach von hier die Anforderungen und pack die damit hin. Nur die weißen Puzzlebretter brauchst du nicht. Und die anderen Sachen fehlen, ja, ja, okay. Die da brauchst du noch und was brauchst du noch? Integrated Electronics brauchst du noch. Die da. Die wir auch schon automatisiert hatten, richtig? Integrated Electronics. Das da? Ich glaube, das da. Lass mich durch. Durch. Integrated Electronics, ja. Okay. Und beschränk dich mal auf ein Stick erstmal. Weil das ist schweineteuer. So, her damit. Ja, jetzt die ersten ganz schnellen Roboter. Zeig her. Ja, okay, ist jetzt nicht so der Riesensprung wie vorher. Aber so 50% schneller scheine ich schon zu sein. Ja, wird auf jeden Fall helfen zwischendurch. Ja, gut. Gut, freilassen. Also zwischendurch fangen wir jetzt die dann weg und machen blau draus. Gut, das läuft also auch. Was nun noch? Automatisierung von... den Akkus, den Capacitors oder von den Türmen. Na, die Türme sind nur eine Zwischenlösung, ehrlich gesagt. Wir müssten eigentlich langsam in Richtung Topaz-Türme gehen, weil die werden später das High-End-Zeug sein. Was sagt die Forschung bei den Türmen? Wo sind die Lasertürme?
Das hier ist nur Damage und so. Das ist nicht der Turm selber. Laser Turrets da. Bräuchte noch Silber. Ja, dann erforsch doch mal Silber. Go. Du. Wieder. Drei Stück. Das dauert ja ewig hier. Du bist tierisch langsam. Aber gut, damit können wir schon mal ein bisschen was bauen, vielleicht. Dich machen wir aus. Und das machen wir mit euch. Was sagen die Roboter? Wir haben Roboter, die nichts zu tun haben. Sehr gut. Mach dich dahin und entleer das Ding jetzt einfach mal. Das wird bald dauern. Jo, definitiv. Aber sei es drum. Pass mal an die Kisten hier unten. Haben jeweils nicht 200. Die Produktion kommt da echt nicht hinterher. Dabei habe ich schon extra jeweils ein Crusher und zwei Ps mehr reingebappt. Sehr komisch. Sehr komisch. Guck mal, was hat da oben? Und das sieht sehr komisch aus mit dem ganzen freien Boden hier. Okay. Ah, ne. Sind alle fleißig am Arbeiten da? Keine Probleme. Ist aber nur zu wenig. Okay, dann hätte ich gerne noch passende zwei hin. Es fehlt Stahl. Ich hätte gerne Stahl. Zing. So, dann hätte ich gerne noch Ps und Cs und was weiß ich. Und die sollen dann hier hin. Du weg. Und da Cs. Da. Und du machst einfach eine kleine Schleife hier rein, dann passt das. Ah, das kriegen wir schnell. Ah, das kriegen wir. So, 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 so. Okay. Links war es. Ding, ding. So. Schiff rechts, Schiff links, Schiff links. Schiff rechts, Schiff links. Was? Hallo? Oh. Ja, keine Crusher, da müssen Ps hin. P, P. 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 Schiff rechts, Schiff links, Schiff links. Und ich brauche noch zwei Ps. Gut. Lämpchen. Da, da. Und da, da. Und dann reicht das jetzt hoffentlich mal. Wobei, wenn sie halt wirklich durchgehend arbeiten, dann haben wir echt ein Problem. Dann brauchen wir die ganzen Solarpanels fast nicht mehr. Und die machen ja nichts mehr. Das heißt, eigentlich müssten wir auf Maschinen umsteigen, die wirklich Secondary wieder arbeiten. Also die Vorgängermodule von denen. Was jetzt aber sich irgendwie wie ein Schritt zurück anfühlt. Auch wenn es keiner ist. Das ist... So. Arbeitet ihr jetzt alle? Ja. Ja. Ist ein Schritt zurück. Aber ich denke, den werden wir machen müssen, weil das schaffen wir sonst nicht mit der ganzen Kohle. Oh Gott, sind das alles schon Zweier-Drills? Nicht alle, aber fast alle. Ja. Okay. Okay. Wir haben noch ein größeres Projekt vor uns. Und zwar alles, was wir gerade gemacht haben, was toller, schöner, besser und so weiter werden sollte, das wieder abzureißen. Die Dinger hier unten nämlich. Und durch die Vorgängermodelle zu ersetzen, die einen passiven Modus hatten. Also die auch ausgegangen sind, wenn die Solarpanels an sind. Haben wir es gerade Tag oder Nacht? Wir haben es gerade Nacht. Ja. Okay, 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 okay. Das heißt, nächste Folgen. Wir setzen wir die Tanks von hier nach da unten. Wir setzen die Boiler von hier nach da unten. Wir bauen noch zwei von den Boilern, damit wir vier haben. Mindestens. Warte, vielleicht setze ich das Ganze auch schon mal hier hin. Kein Fehler machen, kein Fehler machen, kein Fehler machen. Kein Fehler machen, kein Fehler machen, kein Fehler machen. So. Versetze ich auch weiter in die Richtung. Wobei ich dann erst noch mehr davon bauen müsste. Ja, auf jeden Fall alles schön hier unten anordnen. Mehr von denen bauen und dann das Vorgängermodell von den Powerplants benutzen.
Das wäre dann... Die da wieder. Die Steam Turbines. Standard Output Priority. Steht hier jetzt aber nicht mit bei. Was machst du? Was bist du überhaupt? Maximum Power Output 16,5. 16,5? Was sind das für komische Kristalle da? Quantrium. Das ist Quantrium. Hey, ich sehe kein Quantrium. Da. Ancient Alien Data Fragment. Okay, lassen wir es erstmal. Ja, also die alle weg. Die Vorstufe dahin. Und dann bringen unsere Solar-Dinger auch mal wieder was. Weil so ist das gerade sehr komisch mit dem Durchgehen arbeiten. Das gefällt mir nicht. Noch irgendwas für den Zukunfts-Gerogon zu beachten. Immer noch Automatisierung von Akkus und Solarpanels. Dann zwischenzeitlich auch mal wieder die ganzen Alien-Dinger da einpacken, weil ich traue denen nicht und die spawnen eventuell irgendwann alle. Und daraus dann Lila-Tränke machen, um mit den Lila-Tränken schon mal in Richtung Topaz-Türme zu gehen. Auch wenn wir noch gar keinen Diamond-Drill haben oder ähnliches. Aber man kann die Ditech-Edelsteine replizieren. Das heißt, wir brauchen ja keinen Diamond-Drill und all sowas. Das heißt, wir könnten schon relativ schnell Richtung Topaz gehen. Also relativ schnell. Ich glaube, das waren am Ende 3000 lila Tränke oder so für einen Forschungsschritt. Dauert schon ein bisschen. Aber genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir durch ihn angegriffen werden. Weil sonst kriegen wir nicht genug Alien-Artefakte zusammen. Das heißt nochmal bam, bam, bam. So. Und hier unbedingt alles ersetzen. Alles Geld machen. Dum, 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 dum. So, was noch? Außenposten? Oh, die Mauern. Jetzt, wo wir ja ein bisschen was von dem Unicom-Zeug gesammelt haben, sollten wir daraus so schnell wie möglich Türme machen und das endlich zu Ende bringen, dass einmal drumherum überall zwei von den Türmen sind. Dann auch noch Laser-Turret-Shooting-Speed und Laser-Turret-Damage erhöhen, weil das hilft sowohl unserer momentanen Verteidigung als auch der zukünftigen Verteidigung. Ja, ja, ist okay. Was ich schön finde, ist, dass wir jetzt so viel Platz haben und dass nach und nach die Aug-Stations kommen. Das heißt, ich kann richtig schön umbauen, ohne mir allzu viel Kopf machen zu müssen, wo was hinkommt und so weiter. Das heißt, es kommen noch sehr viele Umbauaktionen in der Zukunft, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und fast gar nichts bringen, außer dass es besser aussieht und ein kleines bisschen besser läuft vielleicht. Oh genau, und noch mehr Roboter. Also die guten Roboter. Jo, schön, schön.